BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Einen schönen guten Abend alle miteinander. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach diesem Rekordspiel, jedenfalls was die Zuschauerzahl angeht, in der Europa League Qualifikation zwischen Borussia Dortmund und dem Wolfsberger AC. Ich begrüße beide Trainer, Didi Kübauer für den Wolfsburger AC und Thomas Tuchel für Borussia Dortmund. Und ich bitte Herrn Kübauer um sein Statement zum Spiel. Bitte schön. Ja, vorerst muss ich mal Borussia Dortmund gratulieren zu dem verdienten Aufstieg. Das heutige Spiel hat gezeigt, eben, dass wirklich ein riesiger Unterschied ist zwischen Dortmund und meiner Mannschaft. Abgesehen natürlich von dem Budget, aber das ist ja halt eine klasse Mannschaft. Und wir haben das erste Halbzeit eigentlich nur einigermaßen offen halten können, wo aber auch Dortmund schon gute Chancen gehabt hat. Und wir da schon in der Vorbereitung, glaube ich, eben zu wenig Bewegung gehabt haben, haben die Bälle zu schnell verloren. Und dann kurz nach der Pause mit dem 1-0 hat man eigentlich wissen können, dass es noch schwieriger wird. Und dann hat Dortmund das Spiel noch besser aufziehen können und hat dann noch weitere 4 Tore geschossen, wobei ich schon sagen muss, dass ich ein bisschen fairer bin. Es waren 3 Weitschuss-Tore dabei und das sollte eigentlich in einem Spiel nicht passieren. Aber es ist einfach so, Dortmund ist in allen Belangen die bessere Mannschaft und wir haben die Möglichkeit gehabt, uns zu präsentieren. Und ja, ist nicht so geglückt, wie wir es eigentlich vorgehabt haben, aber nochmal, trotz allem war es für die Jungs, glaube ich, schöne 180 Minuten, wenn man die heutigen wegtut, aber Erlebnis war es auf jeden Fall und man kann aus diesem Spiel lernen, was Tempo, was Ballsicherheit, Bälle in die Tiefe, Bewegung in den Strafraum rein, also das, da kann man sehr viel lernen als österreichische Mannschaft und da werden wir jetzt arbeiten daran. Danke, Herr Kübauer. Thomas, wie hast du das Spiel gesehen? Vielen Dank fürs Kompliment und ich habe es so gesehen, dass wir uns sehr schwer getan haben, in der ersten Halbzeit ins Spiel zu kommen, sehr schwer getan haben, Tempo ins Spiel zu bringen. Unsere Passabstände waren zu lange. Unsere Positionen im eigenen Ballbesitz, den wir ja viel hatten, waren nicht diszipliniert genug besetzt, nicht sauber genug besetzt, um Tempo ins Spiel zu bringen. Deshalb haben wir uns schwer getan, auch in gegnerischen 16er zu kommen. Deshalb haben wir uns schwer getan, auch ins Gegenpressing zu kommen nach Ballverlusten. Deshalb war es eine schwierige und etwas zähe erste Halbzeit. Die zweite Halbzeit hat die Mannschaft das sehr gut und sehr viel besser vor allen Dingen gemacht. Die Passabstände waren kürzer, die Positionen waren besser besetzt. Wir haben disziplinierter gespielt bei eigenem Ballbesitz, das heißt die Positionen waren sauber besetzt und wir konnten öfter zwischen die Linien spielen. Wir haben disziplinierter gespielt und gleichzeitig freier, was kein Widerspruch ist. Und wir haben den Gegner zu Entscheidungen gezwungen und konnten dann mit unserer Kreativität eben die Lösungen dafür finden und die kamen dann mehr oder weniger von alleine, weil wir dann besser in unserer Aufgabe waren. Es war mehr Tempo drin. Wir haben dann viele, viele Balleroberungen bekommen in der gegnerischen Hälfte und konnten die zweite Halbzeit wirklich so gestalten, wie wir es uns vorgenommen hatten, wie wir es uns auch gewünscht hatten von Beginn an. Es war eine tolle Reaktion und mit vielen Toren. Bin sehr froh darüber, dass wir so gespielt haben in der zweiten Halbzeit und natürlich sehr zufrieden über den klaren Aufstieg und den verdienten Sieg. Danke, Thomas. Ja, viele Zuschauer draußen, viele Journalisten hier im Pressekonferenzraum. Ich nehme an, es gibt auch einige Fragen. Ich bitte um ein kurzes Handzeichen. Wir sind dann schnell mit dem Mikrofon bei Ihnen und wir beginnen in der zweiten Reihe bei Heiko Niederer von der Bild. Können Sie ganz kurz sagen, was Sie so in den letzten Wochen mit Henrik Mkhitaryan gemacht haben? Der wirkt ja schon ein bisschen wie ausgewechselt heute. Ja. Ich möchte jetzt nicht so gerne so, also ich sage gern was zu Micky, aber mir ist es dann zu sehr, als hätte ich das gemacht. Ich glaube, dass das, was wir gesehen haben, in ihm steckt und dass
dass die Mannschaft das natürlich das Talent strahlen lässt und dass, klar, wir versuchen, wie ihm, wie allen Spielern auch eine Wertschätzung entgegenzubringen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass eine große Freude ist, sein Trainer zu sein. Und Micky mit seiner Offenheit, mit seiner Höflichkeit, mit seinem Respekt gegenüber allen im Staff, gegen seinen Mannschaftskollegen und vor allem seinem Respekt gegenüber seinem großen Talent, der kommt wirklich wie ein Uhrwerk zum Training, der trainiert auf allerhöchstem Niveau, der ist sich für nichts zu schade, der gewinnt seine Trainingsspiele, das ist ein Musterprofi, gepaart mit einem ganz besonderen Charakter, und deshalb ist es eigentlich eine große Freude, sein Trainer zu sein. Ich würde das eher gerne ein bisschen umdrehen, und ich freue mich sehr, dass das heute mal so offensichtlich auch zum Tragen kam und gleich im ersten Heimspiel so offensichtlich zu tragen kam, weil ihm das natürlich auch hilft. Er ist wie so oft auch so kreative Menschen und sehr zurückhaltend und dementsprechend auch sehr sensibel. Und deshalb bin ich sehr glücklich, dass das mal so offensichtlich war. Er hat jetzt zum dritten Mal hintereinander das 1-0 vorbereitet. Das überstrahlt jetzt nicht den Hattrick, aber das ist, finde ich, etwas, mit dem ich schon wahnsinnig glücklich bin und auch war, so diese Konsequenz zu haben. Und was dann noch dazu kommt, er hat sich da heute auch zu dieser Leistung dann aufgerafft, nachdem ihm in der ersten Halbzeit auch noch nicht so viel gelungen ist. Und das sind so die Zwischentöne, die mir dabei eigentlich wahnsinnig gut gefallen, dass bei diesem Hattrick auch Fernschüsse dabei sind und man dafür auch vielleicht, dass auch keine hundertprozentigen Torschüsse sind, dass Torchancen sind, ist klar. Aber wir wollen heute, ist nicht der Tag, wo wir das schmälern wollen. Wir freuen uns sehr für ihn und er hat sich das absolut verdient durch die Tugenden, die ich ihn vorher genannt habe. Felix Meininghaus in der zweiten Reihe auch. Herr Tuchel, Sie haben nach dem Hinspiel gesagt, nächste Woche im Rückspiel wird man sehen, dass wir dann schon weiter sind. Was haben Sie heute gesehen, was Sie letzte Woche noch vermisst haben? Gut, ist jetzt ein bisschen einfacher, weil natürlich die zweite Halbzeit deutlich besser war. Also wir konnten das Tempo hochhalten über 90 Minuten. Wir konnten eigentlich komplett den Gegner vom Strafraum fernhalten über 90 Minuten. Wir konnten die Aufmerksamkeit fürs Verteidigen auch noch mal steigern in der zweiten Hälfte und sind nie Gefahr gelaufen, auch in Konter zu laufen. Wir konnten sehr früh die Balleroberungen zurückgewinnen. Und deshalb sind wir auf jeden Fall eine Woche weiter. Man hat in unserer Entwicklung. Man hat allerdings auch gemerkt, dass uns die Trainingsminuten noch in den Beinen stecken, dass es uns ja am Anfang nicht so leicht gefallen ist, dass wir uns ein Stück weit auch am Freilaufen, freispielen müssen so und eine gewisse Müdigkeit auch runter wegspielen müssen. Das war alles nicht ganz so frei, wie wir es uns gewünscht hätten, noch nicht ganz so frisch, aber das kommt jetzt die nächsten Tage und da wird dann einfach, wenn wir die Trainingszeiten verkürzen und so, wird diese Frische kommen. Und da sind wir jetzt auf einem guten Weg und ich glaube, dass es ein Prozess auch für uns ist, so diese zweite Halbzeit so dann so inhaltlich zu spielen und dass die Spieler sich trauen, da auch erstmal in ihrer Aufgabe zu bleiben und dass darüber, indem jeder seine Aufgabe auch ganz verlässlich löst, dass darüber dann auch das große Ganze gut wird und dass darüber Lösungen kommen mit und gegen den Ball. Davon bin ich überzeugt und da brauchen wir jetzt eine Gewöhnung dafür. Und dafür ist es wichtig zu gewinnen, in Folge zu gewinnen. Und das gelingt uns gerade und auch wiederholt zu null. Und damit bin ich natürlich glücklich. Bitte schön, Ihre Frage. Ja, Hubert Giegler, Kleine Zeitung. Eine Frage an Didi Küppauer. Wie ist es zu erklären, dass eine Mannschaft eine Hälfte lang, wenn auch mit ein bisschen Glück, relativ gut dagegen hält und sich dann aus der Sicht des Trainers jetzt und sich dann nach einem Gegentreffer quasi in ihr Schicksal fügt? Wie lässt sich das erklären? Ich glaube, wir haben gegen Dortmund gespielt. Also ich denke mal, dass es jetzt nicht die österreichische Liga ist, wo sehr gute Mannschaften spielen. Aber ich glaube nicht, dass eine Mannschaft in Österreich nur annähernd die Qualität von Dortmund hat. Und da will ich aber die österreichischen Mannschaften, die Spitzenmannschaften nicht schmälern. Aber es ist einfach so, wenn du kurz nach der Pause, eigentlich psychologisch ein ganz schlechter Zeitpunkt, wo du rausgehst und eigentlich versuchst, noch immer gut zu verteidigen und mutiger nach vorne zu spielen, kriegst du das Tor. Und dann ist, glaube ich, jedem bekannt, dass es noch schwieriger wird. Und ich glaube, bei Dortmund hat das auch ein bisschen was gelöst. Da hat man deutlich gesehen, dass sie einfach wirklich ballsicherer geworden sind, dass sie die Bälle besser gespielt haben und wir einfach die Lücken immer so schließen haben können. Und
Deshalb ist es für mich nur logisch, dass man dann, dass man es sehr schwierig hat oder noch schwerer hat wie zuvor in der ersten Halbzeit, wo wir eigentlich das noch einigermaßen gut gemacht haben. Aber nochmal, wir haben noch nie gegen so eine starke Mannschaft gespielt und das muss man auch berücksichtigen. Und deshalb kann ich der Mannschaft nicht wirklich allzu viel vorwerfen. Und nochmal, wir müssen eben, wir haben nicht die Möglichkeit, gegen solche Mannschaften jede Woche zu spielen. Weil ich denke, dass sie uns das helfen wird. Aber leider ist es so, dass man muss man Europacup spielen und ich glaube, nächstes Jahr wird es so sein, dass Dortmund nicht mehr Europa League spielt, sondern wieder die Champions League und wir werden es nicht schaffen. Von dem gehe ich mir aus. Gibt es weitere Fragen? Scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich bei beiden Trainern ganz herzlich. Ich wünsche unseren Gästen aus Wolfsburg eine gute Heimreise. Tschüss. Alles gut.